Hallihallo Freunde und herzlich willkommen hier bei The Only One, Captain Jack. Ja, ich bin aktuell noch in der Lost Place Hütte und habe hier etwas mitgebracht. Ich denke, jeder kennt's. Raviolis in der Dose. Diese werden wir heute mal testen, hier in der Hütte. Ich wollte sie erst warm machen, aber mein Feuer ist recht schnell ausgegangen. Und es ist bitterkalt hier drin, wie man vielleicht in meinem Atem sieht. Ich weiß nicht, ob man sieht. Es hat aktuell ca. 7 Grad und wir haben es von der Uhrzeit her 21.13 Uhr. Lasst uns das doch mal probieren. Raviolis aus der Dose. Aber das können wir ja nicht so machen, oder? Nein. Ich habe hier auch extra was mitgebracht. Das hat jetzt echt schon Sahniveau. Es ist eiskalt hier drin. Ich befinde mich zwar auf keinem Dachboden, sondern in einer Hütte mitten im Wald. But, yeah, okay. Wir probieren heute übrigens nicht die normalen Raviolis aus der Dose. Nein, wir probieren Ravioli Bolognese aus der Dose von Maggi. Das sind sie. Und geruchstechnisch würde ich sagen, sehr gut. Also es riecht nach Bolognese, also man kann da glaube ich nichts falsch machen. Es riecht nach Bolognese, ja. Okay, probieren wir sie mal. Geruchlich ganz gut. Kalte Ravioli Bolognese in der Hütte hier. Warum nicht? Wir kämpfen ums Überleben. Let's go. Ja, die Soße ist gar nicht mal so schlecht, ist okay. Also sie sind kalt tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wow. Ich habe noch nie Raviolis aus der Dose gegessen. Wirklich noch nie. Aber die großen Raviolis aus der Dose gab es eben nur in so riesig großen Dosen. Und ich bin eine Person, mir reicht eigentlich so eine kleine Dose. Von daher, es ist eigentlich vollkommen okay. Es ist nicht schlecht so, also würde ich es mir nochmal kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich nochmal so einen Ausflug in den Wald mache. Mit richtigem Feuer dieses Mal. Aber so ansonsten ist es eigentlich vollkommen okay. It really is okay. Raviolis aus der Dose. Ich finde, sie sind von der Konsistenz her, vom Geschmack her ziemlich gut. Die Ravioli lassen sich angenehm essen oder beißen, sind nicht zu streng im Geschmack oder in der Bissfestigkeit, vollkommen okay. Und ich würde es vielleicht raten auf von der Skala 1 bis 10, würde ich sagen, es wäre eine, ja, es ist ein Fertigessen, es ist okay vom Geschmack her, würde ich sagen, es ist eine 8. That's what I would do. Rate this on an 8. Ich meine, die Soße da drin ist gut gewürzt. Es fehlt eigentlich an nichts. Es ist salzig, es ist gut Pfeffer drin. Es ist Pep und Geschmack dabei. Also, warum eigentlich nicht? Und es lässt sich eigentlich super kalt essen. Ja, es lässt sich echt gut kalt essen und deswegen geschmacklich voll gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier aus der Lost Place Hütte. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer The Only One, Captain Jack.